Auspuff kommt eh neu. Ja, und die Antriebswelle. Antriebswellenmanschette. Also geht eigentlich noch. Rixen, was hast du jetzt bezahlt? Weißt du nicht, ja? 200 Euro für die Teile? Maximal, nicht immer. Also jetzt mal den Himmel weggelassen. 70 Euro mit Auspuff. Also 100 Euro. Plus was ich noch kriege, die 6.000. Die 6.000 für Kurschweißen und Lackieren. Ja, mindestens. Ja, so ist jetzt der Stand. Rixen, tritt mal auf die Bremse bitte. Ordentlich. Oh, fick dich. Junge. Versuch die abzumachen. Okay. War doch nicht so scheiße, der Schlagschraube. Ich sage, der Schlagschraube ist doch gar nicht so scheiße. Ja, kannst durchlassen. Manschette? Eine Antriebsmanschette. So. Verfeilte Fettbatzen. Au! Lass los! Oh Gott! Alter, Alter! Was ist das? So, naja.
sieht ja gar nicht mal so kacke aus. Also wir reden jetzt nicht von deinem Fahrzeug. Was? Junge! So, kannst du mal die Antriebswelle festhalten? Pass auf die Kamera. Die steht hier rum. Dumm rum. Das heißt, also, du musst die nach. Also ich hau jetzt. Ich hau jetzt hier vorne dran. Das schneidet dich nicht raus, Alter. Das kannst du vergessen. Du musst die nach hinten halten, ja? Mit zwei Händen. Was? Am besten an der. Die Finger hier weg. Warte. Nee, das wird so nicht. Das wird sie nicht. Was hast du zu sagen, Alter? Ja, mach das schon raus? Nee. Nee, die bleibt doch da hinten drin. Deswegen musst du die auch halten. Ja, ja. Halt richtig fest. Ja. Das Dreckvieh. Ah, sehr gut, danke. Das war's. Jetzt kannst du weiter scheiße gehen. Teilen, liken, abonnieren. Ist Erkunde, Alter. So, Erkunde. Ist sogar noch Fett drin. Wie geht das denn? Ich hasse Antriebsmanschetten. Geil. Übelst geil. Zweiteilige Antriebsmanschette. Ach so, ja. Sind das? Nee, es gab aber nichts zum Kleben, deswegen habe ich das letzte Mal. Was zum Kleben? Das letzte Mal wollten die bei mir, also das letzte Mal beim TÜV, haben die auch gesagt, Antriebswelle, ja, Manschette undicht oder kaputt. Und ich dachte halt, weil die auch so faul aussahen, dass sie das geklebt haben. Es gab welche zum Kleben, die waren zwei Teile. Ja, es gab halbe zum so zusammen machen, das kenne ich. Genau, dann hast du die geklebt oder lokalisiert. Und ich kenne es nur, dass du die einfach zusammengemacht hast. War da irgendwie verklickt oder was weiß ich. Jetzt hau ich hier wieder Fett rein, mach die Manschette drauf und dann. Die alte. Ja, die alte zweiteilige, die nähe ich zusammen. Die so durchgehauen haben, die anderen. Wir machen dann eh noch keine Dinger dran, die fetten. Dann hält die Scheiße auf nur der eine. Für immer. Alles gut. Hast du dich jetzt echt umgekrempelt, du Vieh? Leck mich doch. Zu fett, mein Fett, Alter. Zu fett. Bist du
Teil gesehen. So, du gibst dir einen Schraube. Nein! Junge! Nein! Ich hatte mal so eine gute Zigarre vor. Ah, ist sogar noch drin, hier unsere Bierdose. Was, die Dose ist noch da? Ja, Bierdose noch drin. Cola! Was fand er? Das Adapter. Ach! Weiß nicht? Haben wir das reingeschmissen? Nee. Ach. Ich weiß nicht, ob der neue jetzt passt. Doch, ja. Ich weiß nicht, ob wir da was geändert haben an dem. Was ist denn das, Alter? Wollt ihr mich verarschen oder was? Das ist nur einfach nur Dreck. Immer nur Dreck, den du hier kaufen kannst. Man hätte ja die Schelle ein bisschen länger machen können, sodass sie passt. Übelst genial gewesen. Aber nee, und eben nicht, ja. Kommt wieder die übelsten Hater hier, Alter. Hey, mit Gabelbinde hier, Gabelbinde, um die Manschette festzumachen. Das geht so nicht, das ist Fusch, Alter. Übelster Fusch. Was mit der Originalen geht? Die ist zu kurz. Doch, die ist zu kurz. Quatsch. Doch! Warum weiß ich nicht, weil es Nentwich ist halt. Autoteile Nentwich. Ist immer das gleiche. Ja, aber was machen wir denn? Machen wir das mit Kabelbinder, ja? Ja, wenn es beim nächsten Mal ab ist, dann machen wir eine Schelle drum und wenn es beim nächsten Mal noch dran ist, dann bleibt so. Die, ich mach das immer so. Die, film das noch nicht. Kommen wir da so ran?